Yeah, I'm looking good. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Und ihr seid dabei. Und wir sind noch nicht fertig mit der Welt. Wir haben noch was zu tun. So. Ab wieder ins Kampfinformationszentrum. Also ins Kampfinformationszentrum. Ne? Mal gucken, wo wir so hinfliegen können. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Okay. Wichtig. Von Miranda Lawson. Ich muss Ihnen das hier sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal. Versprochen. Präsidiumsunterhaus. Na komm, weil es Miranda ist. Weil sie so einen süßen Knackarsch hat. Werden wir da mal hinfliegen. Hier ist ja eh fertig. Das hat ja auch super funktioniert. Masche Portalsprung. Machen wir doch direkt. So, Citadel wieder. Nom. Gut. Dann gucken wir doch mal, dass wir die Miranda treffen. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Im Unterhaus. So, mal kicken, ob wir die irgendwo finden. Also hier ist es schon mal nicht. Aber wir finden die Miranda schon. Miranda, come out, wherever you are. Huh? Sehr Sicherheitsoffizier. Servus. Das hier habe ich aus einem Störturm der Geth. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Wie zum Teufel sind Sie? Schon gut. Bei so einer Tech ist mir völlig egal, wo sie herkommt. Meine Leute werden sich das genau ansehen. Und wenn der Krieg wieder hierher kommen sollte, können wir vielleicht mehr Leben retten. Ja. So ist das. Vielleicht könnt ihr mehr Leben retten. Vielleicht auch nicht. Aber das soll jetzt erstmal nicht meine Sorge sein. Weil ich suche Miranda Lawson. Die auch meines Wissens nach irgendwo im Unterhaus sein sollte. Oh, wer bist du denn? Liara, hey. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Cool. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ausnahmsweise. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft.
Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Ah, das nächste Mal, wenn ich alle drei durchspiele, dann bist du dran. Jetzt habe ich ja die Ashley, aber dann aber das nächste Mal bist du dran. Chaka. Oh, hey. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe in Ihrer Schuld. Tust du. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sehen, Chef. Keine Opfer. Gute Arbeit. Wo ist die Miranda? Ist Miranda nicht zu Hause? Ist sie auf der Kirmes? Und gibt einen aus. Ja. Vielleicht ist sie hier. Hey, hey. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Na, komm. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Okay. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Aber der Unbekannte hat es verhindert. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein. Aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte das Lazarus-Projekt war meine Wiederbelebung. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Ich verstehe Ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Ja, verdammt. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können, haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Tja. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. So. Das hätten wir jetzt auch. Vorbild. Also als ich Teil 2 gespielt habe, war Miranda diejenige, mit der ich was hatte. Bei Teil 1 war es Liara und jetzt bei Teil 3 ist es Ashley. Also immer jemand anders. Man kann es natürlich auch durchziehen und treu bleiben, aber das liegt mir nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel. Die Möglichkeiten sind einfach zu... ja, umfassend.
Was wollen wir denn? Dekuna Elcor. Ja, gut. Gucken wir mal, ob wir Dekuna finden. Einen Moment bitte. Jo, wir sind unterwegs. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Jo, D24, was auch immer. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reaper-Fahrt. Die sind sich nur am Streiten, die beiden. Ich glaube, schon seit Tagen stehen die an der gleichen Stelle, seit Wochen, und streiten sich. So, was ist das denn? Athenennebel? Wo ist eigentlich Deguna? Ich wüsste nicht, wo das ist. Hm. Ja, auch nicht so viel andere Sachen, ne? Naja, dann machen wir halt die Hauptmission. Scheiß drauf! Einfach bam und los geht's! Piu! Egal, geheimes Artefakt finden. Auf Nathessa, die Heimatwelt der Asari. Da war ich noch nie. Es hier liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Hm. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle, es geht los. Ich hätte sie sowieso mitgenommen, weil sie zur Mission passt einfach. Aber, naja. Yara, wir nehmen noch mit. Komm. Ashley, du bist dabei. Das nächste Mal nehme ich Garrus wieder mal mit. Waffen sind mir sowieso immer wurscht. Automatischer Aufstieg, komm. Ist auch Automatik. Ich hab's ja nicht so mit dem Upgraden meiner Leute. Höchstens mit meinen eigenen Upgrades. Und selbst da mache ich manchmal Automatik. Ich ignoriere das ganz gerne. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ist cool. Venesia, nahm Sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt, vielleicht steckt ihr doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an ihre Mutter. Sie hat die Indoktrination abgeschüttelt, als wir es am nötigsten brauchten. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Immer schön weiter. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Ja, das vermute ich auch. Okay, anschnallen. Das dürfte turbulent werden. Ach, halb so wild. Komm, mach dir nicht einen Cent, Pussy. Unser Homosexueller
Shuttle-Pilot. Darf ich vorstellen? Cortez. Mit dem kann man als männlicher Shepard übrigens in diesem Spiel etwas anfangen, wenn man das möchte. Aber irgendwie ist mir nicht so danach. Tian, meine Heimat. Sorgen Sie sich lieber später. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Sie müssen Commander Shepard ja. sein. Commander, wir haben gehört. Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Jemand Jawohl. Und wie ich es krachen lasse. Gute Nacht. Gute Nacht. Weg. Und? Ging doch. Wenn ihr mich nicht hättet. Ich will den Wie immer. Sehen, immer ich. Tja. Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was genau hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ich kenne das, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen Sie das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Ja. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Wir haben eine Superwaffe der Proteaner. Damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner, hm? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Kurin, Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Na, siehst du, das nenne ich Kampfgeist, Mädchen. Geben Sie alles. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Minuten. Vorsicht! Das muss ein Ende haben. Behalten Sie diesen Zorn, Liara. Setzen Sie ihn ein. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. Gute Nacht, meine Freunde. Papa ist zu Hause. Zurückdrängen! Ey! Jawoll! Runter von der Brücke! Freunde der Sonne! Weiter geht's! Lauf! Auf dem Gebäude!
Bleiben Sie konzentriert, die anderen. Diese Dinger schlachten meine Leute ab. Dann sind jetzt Sie an der Reihe. Verteilen und in Deckung. Eben. Soll hier keinen auf Pussy machen. Mein Heimatplanet wird schon seit Wochen abgeschlachtet. Und was mache ich? Renne auf Tessia rum. Statt auf der Erde. Und dann ist das alles hier meckern auf hohem Niveau, was sie machen hier. Wisst ihr was? So, Waffenwechsel. So, jetzt reicht es hier. Was? Und tschüss. Der nächste, komm. Ach nö. Jeden Abzugsfinger wird müde. Das haben wir leider hier nicht im Budget, ne? Müde werden ist nicht eine der bevorzugten Vorgehensweisen in dieser Situation. Ja. Ach, alles fein. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Ist doch alles schön. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Ich sage es nur ungern, aber genau so machen es die Reaper. Sie hetzen unsere eigenen Leute auf uns, damit wir unsicher werden. Genau das machen sie. Oh, ja. Man gewöhnt sich einfach nie an diesen Anblick, oder? Dämonen gibt es wirklich. Und sie wollen uns wirklich töten. Ihr seid alle so melodramatisch. Ist doch nur ein großer Metallklumpen. Vor uns liegt. Das sind Asari. Möglicherweise könnten wir sie erreichen. Ihr wolltet sagen, das waren Asari? Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin. Moment. Schiff hat es soeben eingetroffen. Kopf reinziehen. Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind, so lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir es vom Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte. Dann schnappen Sie sich jetzt eine Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir heizen den ein. Komm. Nett. Nicht nachlassen! Alles drauf. Und was sagst du jetzt? Asari, Scharfschützin. Unsere scharfe Schützin. Das war der letzte. Bewegung, Commander! Zu dem Reaper! Das ist ein Weg hier raus! Ich würde das nicht einen Fluchtweg nennen! Wir haben keine andere Wahl! Ist nicht der erste Reaper, den ich gegenüber trete. Am Anfang habe ich noch eine Flotte gebraucht. Irgendwann später habe ich ihn mit einem Wurm besiegt und mit einem Raketenwerfer. Und den da besiege ich mit meinen bloßen Händen. So.
Oh, wenn nicht, ist auch nicht so schön. Dieser Albtraum hört niemals auf. Oh doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Amen. Es fühlt sich an, als würden... Ja, Reaper schon ewig bekämpfen. Steh auf und nimm deine verdammte Waffe. Nicht rennen, kämpfen. Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber nur ich bin noch übrig. Ja, du musst laufen. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ist hart, aber ohne deren Hilfe sehe ich keine Chance reinzukommen. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwan, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Taylor 1. Bin unterwegs. Taylor 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Besser als nichts. Waffen überhitzen. Wackeln Sie auf. Oh Mann. Ja, ein Krieg, der braucht Opfer. Was immer Sie auch vorhaben, machen Sie sofort. Los, Commander, ich decke Sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Stirb, du hässliches Miststück. Da. Weiter so, Taylor 5. Die größte verdammte Astari-Pilotin, die ich je gesehen habe. Wüste, die hat sich ja im Multiplayer, ne? Keine Raketen mehr, wechsel zum Geschütz. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Haha, ich bin auch hier. Ohne mich werdet ihr schon alle tot. Wo auch immer wir hin müssen mit dieser letzten Chance. Vorsicht, weitere Feinde voraus. Gegner greift an. Halten Sie durch, bis ich ihn abgeschüttelt habe. So. Noch irgendwo jemand? Ich hoffe doch sehr. So, was haben wir denn hier? Oh, fuck. Hehe, ich versuche es. Weg. Da. Nächste Salve. Zu schade. So viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Probieren unser Bestes. Ich kann nicht zaubern. Leider. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Und wie genau sollen wir das anstellen? Der Ort scheint abgeriegelt zu sein.
Lassen Sie mich mal sehen. Ja, genau, ja. Mach du das. Mach du das. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Bisschen übertrieben für eine Kirche. Vor allem, weil nur noch wenige der Athane-Doktrin folgen. Eine Kirche? Hallo? Ist da jemand? Hier stimmt was nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Hm. Gucken wir mal. Na, wehe, die stehen jetzt wieder auf. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Die Göttin Athame selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Ziemlich viel Aufwand für eine Religion, die keine Anhänger mehr hat. Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Wie, was, wo, wer, wann, wieso? Alles Leben, Mensch. Hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Denken Sie an das Ding auf dem Mars. Man könnte sehr viel lernen, wenn man so etwas für sich behält. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Hm. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Dieser Tempel ist Jahrtausende alt, Doc. Genug Zeit, um das alles rauszufinden. Das macht es noch nicht wahr. Man bräuchte gar nicht viel. Hier und da ein kleiner Durchbruch und schon bald stünde man an der Spitze der Galaxie. Hm. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre denn heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das genau der Punkt. Okay. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für einen Proteaner zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Und das Ganze werden wir weiter erforschen. Suchen Sie weiter. In der Nähe muss es noch mehr... Im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, haut rein und... Ja.